Klug. Okay. Das ist auf der anderen Seite. Nee. Dann machen wir mal kurz eine Schnellreise. Wollte ich eigentlich nicht mehr so oft machen, aber ist ja nur. Ich meine, die Insel werden wir ja sowieso noch bestreifen auf der Suche nach dem bösen Typen. Ablegen, bitte. Ruderer, auf Position! Ah, ich habe die Quest gar nicht aktiviert. Das ist so dumm hier. So, auf der einen Seite ist Griechenland, auf der anderen Seite ist Athen. So ein Steinwurf entfernt, das ist so dämlich. Doch bitte mach ja schnell reisen, Tobi, sonst werden wir ja nie fertig. Sparta und Antenna. Ganz genau. Was hab ich denn gesagt? Wir gehen hier an Land. Oh, schönes Lied. Ich mag das voll, dass die singen. Du hast Griechenland und Athen gesagt. Upsi! Hä, kommt es mir jetzt nur so vor oder ist es neu, dass die jetzt weiter singen, wenn wir angelegt haben? Hä? Bin ich dumm? Wie oft habe ich das heute schon gefragt? Oft. Ich will halt nicht weg, wenn die singen. Oh, seid mal fertig. Danke, sehr schön gesungen. Jetzt aber schnell weg, bevor sie das nächste anfangen. Ah, ist das nicht neu? Hä? Irgendwie. In Erinnerung habe ich das so, dass die halt aufgehört haben, wenn wir angelegt haben. Oder war das in. Oder in. Das war, glaube ich, in Valhalla. Vielleicht verbüchsel ich die gerade. Mich solltest du dir die Frage sowieso nicht stellen, ne? Maybe not. So. Was gut für. Ich bin eingeladen. Deswegen kletter ich hier so an der Fassade rum. Gut. Hallo, Mama. Nette Frisur. Worum geht es? Schiffe aus Paros blockieren den Hafenzugang. Verflucht seien Silanos und dieser Kult. Hören die denn nie auf, sich einzumischen? Und davor ist mein Schiff. Sag, ich bin auf dem Weg. Eine Blockade? Ich entrichte keinen Tribut an Athen und Paros nutzt die Situation für seine Zwecke aus. So viel dazu, dass wir zuerst zuschlagen. Vielleicht könnte ich den Hafen mit meinem Schiff freikämpfen. Du allein gegen eine ganze Blockade? Es sind nur drei Schiffe. Das wird einfach. Wir haben keine Wahl. Ach, sind wir mal ehrlich. Du hast recht. Keine guten Aussichten für Paros. Sei vorsichtig und komm zurück zu mir, Kind. Oh, sweet. Na dann. Hallo, Athen. Du und du und du. Ihr könnt euch verpissen. So, gut. Entschuldigung. Sehr praktisch, dass die ganzen Tücher hier steinhart sind. Alter, die singen ja immer noch. Okay, weil was sollen die anderes machen als den ganzen Tag hier? Hey, nicht kämpfen! Ah, okay, die üben. Sehr schön.
Aber ich finde es so cool, dass hier halt die ganzen Lieder einmal mit einem Frauenchor und einmal mit einem Männerchor und einmal gemischt gemacht haben. Voll gut. Ruder bereit machen! Voll gut. So. Bewaffnet euch! Na dann. Wir segeln so schnell es geht! Achtung, Kollision! Mal schauen, ob's easy wird. An sich wird es, glaube ich, sehr einfach, sobald wir ein Schiff gerammt haben. Oh, oder, hallo, Dickerchen. Sobald wir ein Schiff versenkt haben. Nein, die nehmen keinen Kurs auf uns, wir nehmen Kurs auf die. So, jetzt. Wenn wir eins entern. Auf Position! Das wird doch ein bisschen knapper, als ich dachte. Okay. Die werden uns treffen! Ja, die treffen sich gegenseitig hin. Das ist ganz gut. Okay. Also wir müssen die vernichten. Also die fast Toten. Und dann ganz schnell, ganz schnell entern, weil dann sind wir ja unsterblich. Und danach sind wir wieder. Kapitän, wir müssen ausreichen! Das war aber nicht klar. Okay. Wir haben uns aber auch nicht auf eins fokussiert. Das war ein Fehler. Das war unklug. Das war strategisch verdreht. Aber okay. Aber das Dicke ist. Ich habe das Dicke nicht gesehen. Konzentrieren uns erstmal auf eins der kleinen Schiffe. Wir brauchen die Schiffe! Oh, das Rammeln ist sehr schön. Bodenschiffe! Sehr schön. Offene Gewässer! Offene Gewässer? Ja. Und also, wie gesagt, fokussieren geht über studieren. Entschuldigt mich. Oh nein! Ah, okay, aber wir sind trotzdem für live wieder. Sehr schön, so muss das sein. Und die stupfen sich gegenseitig an. Das ist auch schön. Macht euch kollisionsbereit! Also wie auch schießen die dann? Okay, jetzt. Falsch. Okay, aber wir haben jetzt auch beide ein bisschen gestupft. Haltet euch fest! Ich glaube, die erwischen uns gleich! Volle Geschwindigkeit!
zusammen sind, oder was? Bögen bereit machen! Ja, aber jetzt sind sie tot. Warte, wir hatten nur noch ein HP. Also der eine hat mich ein Feuer erwischt. Aua! Ja toll, jetzt sterbe ich so, ne? Von da her wollen sie schwimmen gehen? Wollen sie irgendwas machen? Okay, ich hab schon drauf gewartet. Oh, das war ja nicht einer von mir, das war ja ein Feind. Au. Ich muss bald mal heilen, würde ich sagen. Entschuldigung. Das ist vergiftet. Au! Du darfst mich doch nicht angreifen, wenn ich gerade nicht dabei bin. Puh, gut. Und das Lustige ist, das große Schiff kommt ja noch. Okay, also. Aber es ist einfach. Das ist wirklich nicht schwer, die Blockade zu durchbrechen. Viel zu tun und so viel Unbekanntes am Horizont. Wir brauchen Leute! Beeilt euch! Sind viele gestorben? Ich hoffe nicht. Wir haben die so viel Schaden gemacht. Wir sind hart am Wind. Wieso waren wir gerade wieder fast tot? Nach dem Entern ist doch das Schiff wieder full life. Ha. Nee, ist es nicht. Hä? War es doch bisher immer. Deswegen war es doch so... doch, natürlich. Geht das Leben ein Teil wieder. Wir fahren einfach weg. Wir haben die
an sich können die ja jetzt einfach wegrudern, weil die Blockade ist durchbrochen, ne? Die Fahrt folgen ja jetzt uns. Ist ja alles easy. Ist ja alles easy. Okay, ich versuche mal gerade die ein bisschen. Hol das Segel ein! Bisschen auseinander zu tun. Das funktioniert gerade sehr gut. Macht schneller! Vielleicht kommt die Hilfe! Lass den Wetter voraus! Die Mannschaft wird nicht mehr lange durchhalten! Ich fahre ab! Oh, geschützt! Ich halte euch zurück! Das war der Weg. Ein Schiffsmann, der das Potenzial erhöht, damit ich nach den Entern mein Leben zurückbekomme. Du musst mehr auf die Ausdauer deiner Ruderer achten, wenn du zu früh beschleunigst. Ja, klar. Das mit den Ausdauer, das habe ich jetzt die ganze Zeit gemacht, damit die anderen mich nicht rammen. Also, das war gerade weniger als Angriff gedacht, sondern eher als Flucht. Ich könnte auch vorher mein Schiff ein bisschen auftunen, oder? Das könnte ich mal machen, ne? Also das da wäre ganz nice. Ist halt auch cool. Minus und Nachteil. Machen wir mal das da. Drei Salben schießen ist halt auch gut. Fallschaden und Schwachstellenerzeugung, Ausdauer. Das war es noch nicht. Cool. Hier verfügbar. Speersalben. Schwere mache ich eigentlich gar nicht. Könnte ich mal machen. Gut, das habe ich auch ganz am Anfang geschrieben, als du den einen ran wolltest. Ja, ganz am Anfang. Da war ich auch noch nicht ganz so belesen mit der ganzen Sache. Ins offene Gewässer! Boah. Ruderer umfallen. Ja, Rumpf und Rambock habe ich eigentlich sehr weich gemacht, weil Rahmen finde ich halt einfach am lustigsten. Irgendwie das dicke Boot, das bleibt noch ein bisschen, ne? Da mache ich jetzt mal einen kleinen Bogen. Weil das andere Boot. Nun, Kapitän! Wir sollten vor Leid aufsachen! Verdammt, die drehen um. Das sollten sie aber nicht machen. Das ist jetzt unpraktisch. So, dann komm mal her. Dann komm mal her, fein.
halt um. Und lass die anderen da. Sehr schön. Das sieht doch mal gut aus, ne? Bogenschützen! Vor! Schon noch ein bisschen mehr. Macht euch bereit! Schützen! Auf Position! So, okay. Wie oft können die denn schießen? Vorwärts! Wir haben Höchstgeschwindigkeit! Auf genau. Die Schritte! So, das war doch schön, ne? Achtung, Kollision! Kollision? Mit wem? Oh, mit der Insel! Spannt die Böden! So, in Deckung bleiben. Bleiben. Und oder kann er in die Schützen! Bleiben. Reiz am Ändern! Folgt mir und lasst sie büßen! So. Voll daneben getreten, die Gute. Ach, das ist schon der letzte. Tschüss, Zustand wieder hergestellt. Okay, So, die anderen haben es irgendwie nicht geschnallt. So ist es gut. Nein! Oh Gott. Der war ein bisschen blutig, ne? So, die beiden muss ich jetzt auch wieder auseinanderbringen. Ein bisschen so Schnuppi, hallo. Ach, los, an eure Ruder! Macht schneller! Upsi, wart ihr nicht drauf vorbereitet? Alter, das war mein guter Strike. Stop. Und nochmal. Schauen wir, jetzt sind die wirklich keine. Oh, da kommt der nächste. Mannschaft, Kollisionsgefahr! Bereit halten zum Feuer! Der Hunger! Sind bereit! Da kommt die. Sehr schön. Wie gesagt, die sind gerade sehr einfach. Boah, das hat wirklich gut. Gut.
Fuck der Herr. Wollen Sie au, ich wollte ihn gerade treten. Oh. Das ist doch noch was. Ich wollte ihn gerade treten und ins Wasser schicken. Unmöglich. Unmöglich, die Tante. Vergifte dich. Ich vergifte dich. Ich komme nicht an dich ran. Alter, wir haben ziemlich viel hier aufgebaut, ne? Alter. Sehr viel von mir getötet. Sehr viel haben sie von mir getötet. Böse, böse. So. Was noch? Sehr gut, habt ihr es gemacht. Jetzt warten wir mal kurz, bis der Captain an Bord ist. Das war's. Ich mach jetzt mal. Nee, ich wollte eigentlich. Bisschen explosiv. Sehr schön. Sehr schön gemacht. Jungs, Mädels. Alle waren gut. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes am Horizont. Okay. War doch nicht so easy. Also, das am Schluss war echt leicht. Bruder ist Wasser! Aber ja, ich hab's halt. Anders gemacht als davor. Ja. Entschuldigung, du wolltest dich gerade hin. So. Ist da oben was? Das ist ein Vögel. Der Hafen ist frei. Wir müssen weg hier, bevor die Verstärkung eintrifft. Wir sind fast soweit, Timo. Die Schiffe werden beladen. Sie erwarten eure Befehle. Cassandra, auf ein Wort. Aber nur eins. Stimmt etwas nicht? Abgesehen von den Angriffen auf meine Insel und dem Kult? Nein, aber wir müssen reden. Das ist immer ziemlich ernst, wenn das Eltern sagen, ne? Ich habe letztes und dieses Mal gar keinen Rip-Counter gefahren oder benutzt. Ich glaube, dieses Mal sind wir sechsmal gestorben. Fünfmal? Sechsmal? Also dreimal jetzt bei den Schiffen, glaube ich. Und zweimal bei dem Sklavending. Bei dem Marmorsteinbruch. Wie du wünschst. Der Kult muss gestoppt werden. In Lakonien wird es gefährlich für uns werden. Das bin ich gewohnt. Wir beide. Hier weiß ich, wem ich trauen kann und wem nicht. Das dachte ich auch von Sparta. Doch die Nachricht über den König... Weiß Aspasia schon, welcher König mit dem Kult im Bunde ist? Soweit wir wissen, beide.
Wir müssen Sparta von dieser Korruption befreien. Ganz egal wie. Ich stelle dir bei, wir sollten uns auf Paros konzentrieren. Ja, an sich nicht, weil das mache ja ich. Immerhin stellen wir uns ihnen gemeinsam. Ja, für alles, was diese Bastarde uns angetan haben. Und deinem Bruder. Wir finden ihn. Triff mich, wenn du bereit bist. Können wir nun ablegen? Wohin? Wir zerstören die Flotte von Paros ein für alle Mal. Nur dann ist Naxos in Sicherheit und wir können es verlassen. Ich bin bereit. Dann überlasse ich es dir. Mit deinem Schild. Oder auf ihn. Jetzt erteilen wir dem Kult eine Lektion. Ja. Cool. Ja, ja, mit deinem Schild oder auf ihn. Das war ja früher wörtlich, ne? Das war entweder, ja, haben sie das Schild gehalten oder wurden auf ihn zurückgetragen. So, das können wir wegmachen. Diesen Oshi Riesenstreitkolben. Das passt ja zu Cassandra. Not. Bogenschießen eigentlich auch nicht. So. Wobei früher waren die Bögen eigentlich nicht so stark. So. Also vor allen Dingen im Mittelalter waren eigentlich alle Bogenschützen männlich, weil mit der Power konnten. Also die Power, die man gebraucht hat, und um durch die Rüstung zu dringen, war enorm. Und im antiken Griechenland die Bronzerüstungen und die Eisenrüstungen vertreten waren. Naja, okay. Ich glaube, jetzt mache ich Schluss, bevor wir hier weiter die Hauptquest machen. Weil ich habe Hunger. Und vor allen Dingen,